Der Musikverein Balve geht mit einer neuen Mannschaft in das neue Jahrzehnt. Allerdings vorerst ohne Vorsitzenden. Christian Wulff stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Ein Nachfolger fand sich während der Versammlung nicht. Ich stelle mich heute Abend nicht zur Wiederwahl. Da hatte ich mir noch ein paar Gedanken aufgeschrieben. Ja, zum einen möchte ich mich an dieser Stelle bei euch allen bedanken. Ich würde mir für die Zukunft des Vereins wünschen, dass viel miteinander gesprochen wird und nicht übereinander. Es war eine sehr lehrreiche Zeit für mich mit vielen Höhen und einigen Tiefen. Besonderer Dank geht dabei zum einen auch an Christoph, als Dirigent und Menschen, der mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Dies war manchmal kontrovers, aber ich hatte immer den Eindruck, dass es auch echt zukunftsgerichtet war und ich bin auch gerne mit ihm diese Linie gegangen und ich bedauere das nach wie vor, dass er uns natürlich auch im Mai als Hauptorchesterdirigenten verlässt. Wenn wir jetzt gleich keinen Kandidaten aus der Versammlung bekommen, möchte ich euch aber darauf hinweisen, dass das nicht das erste Mal wäre, dass der Musikverein ohne ersten Vorsitzenden wäre. Wir weiter voll handlungs- und beschlussfähig sind vom Vorstand und uns natürlich in der uns dann verbleibenden Zeit größtmöglich bemühen werden, dort einen geeigneten Kandidaten zu finden. Frank stellt sich auch nach 20 Jahren seiner Vorstandsarbeit nicht weiter zur Verfügung. Ich glaube, was Frank hier an Arbeit in diesem Verein geleistet hat, ist beispiellos. Ja, wir hoffen, du kannst damit was anfangen. Ein paar gesammelte Bilder aus den letzten Jahren und eine kleine Anerkennung. Vielen Dank, Frank, für deine geleistete Arbeit. Und dann gab es auch noch Ehrungen. Sven, komm doch auf deine Seite. Das ist die beste Seite hier. Das Präsidiumsverleih mich an Frank Nikut für besondere Verdienste um die Volksmusik und im Märkischen Kreismusikverband die Landesehrenmedaille des VMW NRW. Herzlichen Glückwunsch. Danke.